Weil ich ja diese Quallengegner extrem cool finde, weil die so cool aussehen. Ups. Wow, gut gemacht. Wow, gut gemacht. Speichern. Diese Kreaturen haben uns verfolgt. Oh nein, diese Monster wollen vielleicht auch zum Fall. Zum Palast, ja, zum Palast. Wir sollten lieber sofort zurückschwimmen. Aber wenn wir noch mehr von denen begegnen. Tut mir leid, aber wir brauchen eure Hilfe. Bitte kommt mit uns zum Palast. Die Dreizackzeichen an den Wänden weisen den Weg. Solange wir ihnen folgen, verirren wir uns nicht. Okay, los geht's. Das sagt ihr auch nur, weil ihr mich noch nicht kennt und meinen Orientierungssinn. 10 Stunden spielen wir schon. So. Hallo? Danke. So, und nach dieser Welt versuche ich mich nochmal an dem Cup. Dann mache ich sie fertig. Mahahaha. Tritons Unterwasserreich. Atlantica. Erstmal hier umgucken. Ich will ja nur diese Muschel aufmachen. Die Areal kommt da ja super selber durch. Also ist jetzt nicht so, dass die irgendwie Hilfe braucht. Hallo? Hohe Gewalt hilft nicht. Vielleicht mit Magie. Yay, Mithril-Erz erhalten. Mega, Alter! Problem, die gehen noch nicht weg. Das heißt, ich sehe nicht, wann. Nein, nicht die Meeresströmung. Wir wollen erstmal zum Palast. Umgucken können wir uns ja später noch in Ruhe. Abgesehen davon, dass wir eh um einiges trainieren müssen, damit wir hier durchkommen. Damit es in den nächsten Welten keinen Ärger gibt. Noch eine Truhe, Muschel. Ah! Elixier erhalten. Juhu! Da ist auch noch einer. Das war sowas von klar. Du auch noch. Komm. Schwupp dich. Ariel. Donald! Es fällt mir jetzt auf. Guck dich mal das Charakterbild von dem an. Ist das süß. I'm fabulous. Hütte! Wer versteckt eine Hütte in einer Muschel? Wenigstens einmal kann ich mich nicht verlaufen. Das ist schon mal sehr gut. So, und du auch noch. Ah, Nummer 3. Die Gegner scheinen es wohl nur im Dreierpack zu geben, so wie es aussieht. Ab in die Meeresströmung. Glück gehabt.
Wieso sind Geister unter Wasser? Aha, sind bestimmt verstorbene Seemänner, so. Ich will nicht in die Mitte schwimmen, weil ich nicht mehr genau weiß, was passiert. Deswegen... Oh, das gibt's nicht. Jetzt aber. So, dich nehme ich mit. So, auf zum Palast. Wow. Sind wir nicht hier in Ariels Schatzkammer? Hier stand noch einer, aber... Ja, hat er doch gemerkt, scheiße. Sich verarschen, was war das denn? Bitte. So. Gott, das ist ja wie ein Irrgarten hier. Die Welt ist größer als die anderen, habe ich das Gefühl. Mehr Verlaufungspotenzial. So lobe ich mir das, denn nur so macht das Spaß. So. Du auch noch. Na. Da war gerade eine Mupfel. Ich hab's genau gesehen, eine Mupfel. Bei Urmel aus dem Eis, eine Mupfel. Eine Truhe, die ich erst erforschen kann, wenn ich hier alles niedergemäht habe. Mäh, 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 mäh. Komm. Jetzt aber. Steckt im Meeresboden fest. Was tun? Das war blöd. Naja, Aero ist ja Verteidigung. Na gut. Jetzt verstecken. Naja, können wir später hin. Da, Mupfel. Scheint sich echt nur zu öffnen, weil keine Gegner in der Nähe sind. Vielleicht ist sie eine scheue Mupfel. Eine scheue Mupfel. So. Falls wer denkt, ich kann das natürlich aussprechen, es ist eine Muschel. Muschel, schon mit Ö. Muschel. Anders ist sie. Da, 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 da. War hier nicht noch eine? Oder ist wirklich nur die da unten? Hm. Anders ist sie. Ich gehe trotzdem mal in Ariels Versteck, da habe ich jetzt Lust drauf. Da will ich hin. Das ist die Ariel, die einfach so ins Haus lässt. Öffnen!
Mega Potion. Es tanzt. Jetzt müssen wir ja auch im Kreis schwimmen und singen, wie toll die Menschenwelt doch ist. Da ist noch eine Kiste. Kann man hier so in dem Chaos leicht übersehen. Alter, wie viele Hütten wir haben. Die müsste ich mal benutzen. So. So. Da ist noch eine. Eine verlorene Seite. Shake, shake. So, an die Meeresoberfläche kommen wir nicht. Dann geht's wieder abwärts. Dann schön zu die König Triton. Der erwartet uns bestimmt schon sehnsüchtig. So gut gelaunt, wie der immer ist. Aber er will ja nur das Beste für seine Tochter. Ist ja... Also wer die Filme gesehen hat, ne? Ist hier Vaterliebe vom Allerfeinsten. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Schwestern Ariel überhaupt hatte. Es waren so unglaublich viele. Was ist das? An dich kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Du siehst cool aus. Das sieht echt cool aus. Ein Fischtaucher. U-Boot. Die geben 15. Die muss ich mir im Auge behalten. Das ist mal voll niedergedroschen von Ariel. So mag ich das. Kriegen wir die Muschel auch auf, die hier nehmen? Ne, die ist nur, scheint nur Zierde zu sein. Kann man doch nicht mal hier voll cool so eine Abkürzung benutzen. Kriegen die wirklich nichts? Ja, scheint so. Bam! Mega, Alter! Das ist eine goldene Mupfel. Oh, Gewalt hilft nicht, aber vielleicht mit Magie. Ah, so. Juhu! Ups. Mithrilerz! Kann man immer gebrauchen, Mithrilerz. Wie wird das ja eigentlich gezählt? Als Bodenkombo oder als Luftkombo? Ich glaube eher als Bodenkombo. Tritons Gemach. Gemach, mein Freund. Gemach. Gemach gar. Gott. Ich spiel zu viele Spiele in diese Richtung. Das war sehr knapp. Solange ich meinen Dreizack habe, werde ich diese Kreaturen innerhalb des Palastes nicht dulden. Vater? Oh, Ariel, wann wirst du endlich verstehen, dass es gefährlich ist? Da draußen lauern seltsame Kreaturen. Habt Acht! Ihr schwimmt vor dem Herrscher der Meere! Seine Majestät, König Triton! Und wer ist das? Mit ihnen haben wir diese Kreaturen besiegt. Sie kommen mir nicht bekannt vor. Wir kommen von einem Ozean sehr weit entfernt. Ja, wir sind hier, um das Schlüsselloch zu suchen. Das was? Was ist das? Naja, das ist... Sowas gibt's hier nicht. Bestimmt nicht hier. Aber Vater! Ariel? Kein Wort mehr. Du darfst den Palast nicht verlassen. Ist das klar?
Vielleicht bin ich zu streng. Ich bin doch nur um ihre Sicherheit besorgt. Natürlich, Eure Majestät. Aber zugegeben, jetzt bin ich ziemlich neugierig auf das Schlüsselloch. Das hat dich nicht zu beschäftigen, Sebastian. Hast du etwas zu berichten? Wie ihr vermutet hattet, Euer Majestät, sie scheinen aus Ursulas Grotte zu kommen. Ich wusste es. Diese Meerhexe führt nichts Gutes im Schilde. Die Verbannung aus dem Palast hat sie wohl nichts gelehrt. Ja, sie stellt eine Bedrohung dar. Und ich hab dir doch befohlen, Ariel von Gefahren fernzuhalten. Oder etwa nicht? Euer Majestät, bitte, ich... Da haben wir doch schon die Ursache für unser Problem. Steckt unsere Ursula dahinter? Jetzt gehe ich aber doch nochmal zurück ins Gemach und gucke mich da ein bisschen um. Sofern wir nicht wieder rausgeschmissen werden, kann ja auch sein. Aber scheint, dass er ganz friedlich ist. So. Gucken wir uns um. Hier ist nichts. Noch eine Muschel. Ups. Aha, wusste ich doch, dass hier einer ist. So, dann speichern wir ab und dann mache ich eine Pause, weil... Ui. Ist wieder 2 Stunden am Stück in der Aufnahme. Jetzt brauche ich eine kleine Pause. Ganz kleine Verschnaufpause. Ja. Ui. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.